Fight. Wir leben Wrestling. Die WWE gibt über Social Media weitere Drafts der in den Wochenshows ungedrafteten Free Agents bekannt. Demnach gehören fortan No Way Jose, Sarah Logan, Mojo Rawley und die Iconics zum Raw-Produkt. SmackDown dagegen konnte sich Cesaro, Luke Harper, Sonya Deville, Mandy Rose, Drake Maverick und Dana Brooke sichern. Usos wieder Backstage anwesend. Auch wenn die Usos laut dem Wrestling Observer in der jüngsten SmackDown-Ausgabe hinter den Kulissen anwesend gewesen sein sollen, wurden die sechsfachen Tag-Team-Champions im aktuellen Draft-Geschehen nicht berücksichtigt. Man habe derzeit keinerlei kreative Ideen für das Team und weiß demnach auch noch nicht, welchem Roster sich die beiden künftig anschließen werden. Seth Rollins wohl doch nur mit einem Match bei Crown Jewel 2. Da Seth Rollins in Saudi-Arabien bereits in einem False Count Anywhere Match antritt, geht der Wrestling Observer davon aus, dass er nicht weiter Teil vom Team Hogan vs. Team Flair Match sein wird. Man werde eine solche Ankündigung in den kommenden TV-Ausgaben zu sehen bekommen. NXT Japan geplant. Dave Meltzer zufolge arbeite WWE derzeit an der Idee, mit dem NXT-Produkt in den asiatischen Raum zu expandieren. Ziel sei eine Art NXT Japan. Für dieses Ziel habe man bereits mit einigen japanischen Promotions verhandelt, um diese aufzukaufen. Ein Beispiel einer gescheiterten Verhandlung ist die mit der Promotion Noah. Meltzer zufolge sei bisher kein Deal durchgegangen, doch man halte bei der WWE an dem Ziel fest, auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen und eine Talentschmiede auf japanischem Boden zu verwirklichen. Kane Velasquez gab in Ariel Helwanis Show an, die WWE gewähre ihm einen weiteren Auftritt bei der mexikanischen Wrestling-Liga AAA. Ein solcher Deal ist für WWE-Verhältnisse eher untypisch und deutet auf die Wichtigkeit Velasquez für den Marktführer hin. Eric Bischoff gefeuert. Seine Rolle als Executive Director bei SmackDown wird Bruce Prichard übernehmen. Bischoff ist nicht länger Teil der WWE. Brian Alvarez gibt als Grund für die Entlassung an, dass Bischoff sich nicht die Mühe gemacht habe, die Talente kennenzulernen. Niemand hätte überhaupt gewusst, was seine Aufgabe bei WWE gewesen ist. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight Podcast Kanal. Reviews und Wrestling Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.